Der Vermögensschutz hat in Zeiten wie diesen oberste Priorität und sehr viele von euch sichern sich Gott sei Dank dadurch ab, dass sie ihr wertloses Papiergeld in Edelmetalle wie Gold und Silber eintauschen. Zum Thema Vermögensschutz zählt natürlich die Vermögensverwahrung und welche Frage mir in diesem Zusammenhang fast täglich gestellt wird, lautet: Was hältst du von einem Bankschließfach? Ich denke, das ist ein extrem wichtiges Thema. Und wenn du wissen möchtest, was ich persönlich von Bankschließfächern halte, inklusive harter Fakten dazu, dann schau dir mein heutiges Video einfach bis zum Ende an. Ich freue mich drauf und nach dem Intro geht es wie immer los. Bevor es losgeht, meine Bitte, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu es bitte und denk auch unbedingt an die Glocke, damit du auch in Zukunft kein weiteres wichtiges Video mehr verpasst. Ja, meine lieben Zuschauer, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid, bei einem extrem wichtigen Thema, in dem es sich um Vermögensschutz handelt. Ganz klar gibt es gerade in der gegenwärtigen Phase auch sehr gute Aussichten, von der Umverteilung zu profitieren, keine Frage, aber echte Werte zum Anfassen gehören unbedingt, das ist wichtig, ins Portfolio. Und hier zählt in erster Linie Gold und natürlich auch der kleine Bruder Silber. Je nach Vorliebe und natürlich Vermögen kann auch eine wertbeständige Luxusuhr, Diamanten oder hochwertiger Schmuck zur Vermögenssicherung herangezogen werden. Mit den genannten Anlageklassen könnt ihr mitunter auch große Vermögen umwandeln und benötigt dafür relativ wenig Raum, um diese natürlich zu verwahren. Da liegt es natürlich nahe, sich ein Schließfach bei der Bank meines Vertrauens zu mieten, um meine Wertsachen darin zu lagern. So denkt man, so denken viele. Aber ist das wirklich eine kluge Idee? In diesem Zusammenhang habe ich einen relativ aktuellen Artikel gefunden, den das renommierte Handelsblatt jüngst veröffentlicht hat. Darin heißt es: Das müssen Kunden bei der Wahl eines Bankschließfachs unbedingt beachten. Ich möchte dem Handelsblatt heftigst widersprechen und fange mit der Überschrift schon an, die bei mir lauten würde: Wertsachen wie Edelmetalle, Diamanten, Schmuck oder Uhren gehören unter gar keinen Umständen in ein Bankschließfach. In der Einleitung heißt es dann: In unsicheren Zeiten ist Gold gefragt. Verbraucher sollten Edelmetalle sicher verwahren, etwa in einem Bankschließfach. Wichtig ist, den Versicherungsschutz zu überprüfen. Was ich schon einmal sehr spannend finde, dass sogar das Handelsblatt die Gegenwart für Sparer als unsicher bezeichnet. Man lädt dazu, Edelmetalle sicher zu verwahren. Dazu würde ich euch raten, aber in einem Bankschließfach, ist das wirklich euer Ernst? Und was nützt mir denn der beste Versicherungsschutz, wenn sich die Gefahrenlage für mein Vermögen radikal verändert hat? Es sind nämlich nicht irgendwelche Bankräuber oder ein Hochwasser oder sonst irgendwas, vor dem ich Sorgen habe, sondern die größte Gefahr aus meiner Sicht, das ist mittlerweile unsere Regierung. Was ich beispielsweise komplett in diesem Artikel vermisse, das ist ein Hinweis auf die 5. EU-Geldwäscherichtlinie, welche das Bankschließfachregister endgültig auf den Weg bringt. Diese Richtlinie hat es wirklich in sich, denn sie beinhaltet eine Novelle, die den Zugriff auf Daten von Bankkonten erweitert. Zahlreiche Behörden können zukünftig durch eine elektronische Direktabfrage Einsicht in das Register für Bankschließfächer nehmen. Damit wissen die entsprechenden Behörden zwar noch nicht, was sich in den jeweiligen Schließfächern befindet, aber der Weg zur Meldung und Erfassung der Schließfachinhalte ist damit definitiv vorgezeichnet. Im Grunde schließt sich damit auch der Kreis, sodass das Bankgeheimnis und auch die Privatsphäre von Bankkunden zumindest innerhalb der EU endgültig Geschichte sein wird. Und nur, damit es keine Unsicherheiten gibt, diese 5. EU-Geldwäscherichtlinie ist bereits in Kraft getreten, also das sind keine finsteren Zukunftsvisionen, sondern es ist leider traurige Realität. Doch selbst wenn es diese Novelle nicht geben würde, das Bankschließfach wäre dennoch ein rotes Tuch für mich. Nie und nimmer würde ich persönlich Wertsachen in ein Bankschließfach legen. Wenn ich mir allein überlege, welche Grundrechte wir auf dem Papier haben und wie die Behörden in diesen Zeiten damit umgehen, und dann soll sich die Regierung im Ernstfall ausgerechnet beim Bankschließfach an die Regeln halten.
Ich lache mich krumm und schief. Wenn der EU-Beamte mit Polizeiaufgebot vor dem kleinen Bankangestellten steht, dann glaubt ihr doch nicht ernsthaft, dass der sich für meine Rechte einsetzt. Dann wird das Bankschließfach aufgemacht, so einfach ist die Welt. Und wie Professor Bogger, der letztes Jahr leider von uns gegangen ist, immer so schön und sehr treffend gesagt hat, wenn es irgendwann mal hart auf hart kommt und du da noch Glück hast, dann bekommst du eine Quittung und dann hast du wieder nur ein Versprechen auf dem Papier. Denn du wirst dann entschädigt mit einem Haufen von Papier, was dann kurze Zeit später sich komplett, aber zu einem großen Teil in Luft auflöst und ehe du dich versiehst, hast du keine Kaufkraft mehr. Kurz, knapp und knackig zusammengefasst, das Bankschließfach ist keine Option, wenn es um deine Sicherheit, deines Vermögens, insbesondere ja um den Schutz deines Vermögens geht. Das ist meine Meinung und dazu stehe ich definitiv. Wer Edelmetalle extern physisch lagern möchte, für den bieten sich sehr gute Alternativen an. Das müssen ja keine Schließfächer sein. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, vor Ort zu lagern oder in einem Hochsicherheitslager, im Zollfreilager und. Wenn ich das möchte, zusätzlich kann ich das sogar sehr einfach außerhalb, das ist wichtig, der Europäischen Schuldenunion machen, in der ich logischerweise mit meinem gesamten Vermögen für den Unfug haften muss, den Politiker und auch Banker angerichtet haben oder noch anrichten. Es gibt viele Möglichkeiten, Gold und Silber physisch zu besitzen und das in einem gänzlich, in einem Land ohne Staatsschulden. Diese Option zählt übrigens zu dem bestgehütesten Geheimnis rund um den Vermögensschutz. Und wie gesagt, es gibt nirgends 100% Garantie. Deswegen ist die Diversifikation der Vermögenswerte sehr, sehr wichtig und es gibt eine gute Möglichkeit, die Kaufkraft hier zu schützen. Ja, was sagst du zu dem Thema Bankschließfach? Könntest du gut schlafen, wenn deine Wertsachen darin liegen? Oder über eine weitere Gefahr haben wir ja noch überhaupt nicht gesprochen. Was sagst du denn im Falle einer Bankenpleite? Was machst du, wenn die Bank, in der sich dein Schließfach befindet, auf einmal ja, komplett zuschließt? Es gibt ja eine Bank, da will ich jetzt überhaupt nicht den Namen nennen, die wäre vor rund 10 Jahren fast in die Pleite gerutscht und musste vom Steuerzahler mit 18 Milliarden Euro gerettet werden. Und so eine Bank will mir erzählen, dass meine Wertsachen in deren Schließfächer sicher sind. Eine weitere Bankenrettung in diesem Stil kann sich die Regierung definitiv nicht mehr leisten. Ja, und dann? Ja, dann ist so ein Laden dicht und wer ab sofort für Bankenpleiten haften muss, das ist eben nicht mehr der Steuerzahler, sondern das sind die Kunden, also auch du. Das Schließfach gehört zwar momentan nicht zur Konkursmasse, aber da würde ich es trotzdem nicht auf ein Experiment ankommen lassen. Zudem solltet ihr auch mal ja, die AGBs der Banken prüfen, was da so alles drinsteht. Ich hatte einen Mandanten, der hat mir wirklich erzählt, dass seine Bank geregelt hatte, dass die Bank an das Schließfach gehen kann und das Schließfach sogar innerhalb der Bank umlagern kann und hat das wohl auch gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, vergisst dabei nicht die Glocke zu drücken, dann verpasst du garantiert auch in Zukunft kein wichtiges Video. Schau bitte auch in die Beschreibung unterhalb des Videos. Dort findest du sehr wertvolle und natürlich auch kostenfreie Angebote, die du auch sofort nutzen kannst. Wer sich der Tatsache bewusst ist, dass dieses Finanzsystem nicht mehr zu retten ist, der kann sich die Rettungsweste überziehen, um sein Vermögen zu schützen. Wie das funktioniert, erfährst du auf meinem Webinar, zu dem du dich kostenfrei anmelden kannst. Wenn du einen Experten suchst, der den Weg schon kennt und dich ins Ziel bringt, dann vereinbare einfach ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleib sicher mit deinem Vermögen. Herzliche Grüße aus Eichenzell, euer Daniel Sauer.